Ja, ihr lieben Neunklässler, es geht weiter. Potenzrechnung, Woche 3. Sonst bin ich vom Buch eigentlich immer recht angetan. In dem Fall will ich etwas anders vorgehen, etwas langsamer vorgehen als auf Seite 20 und werde etwas wiederholen. Ich werde das Ganze systematisch aufbauen und ich hoffe, dass ihr da einigermaßen zurechtkommt. Zunächst einmal, was ist eine Entewurzel? Ich zeige euch das an dem Beispiel. 4 hoch irgendeine Zahl, also n, ja, ist gleich 64. Ich frage mich also, wie oft muss ich die 4 mit sich selbst multiplizieren, dass 64 rauskommt. Naja, das sehe ich relativ schnell. Das Kästchen oder n ist 3, weil 4 mal 4 mal 4, also 3 mal diese 4 nacheinander hingeschrieben, als Produkt ergibt 64. Das heißt, diese 4 ist nichts anderes als die dritte Wurzel aus 64. Ganz allgemein kann man eben sagen, wenn ich irgendeine Zahl habe und ich habe einen unbekannten Exponenten, dann schreibe ich einfach diese Zahl in die Wurzel und dieser Exponent, der kommt hier als Wurzel Ausdruck dahin. Das sieht sehr kompliziert aus. Ich mache es an ganz vielen Beispielen euch klar und bitte euch auch dann gleich das auswendig zu lernen, weil ihr die dritte und die vierte Wurzel nämlich zum Teil auswendig lernen müsst, wenn ihr sie nicht schon könnt. Die fünfte und sechste Wurzel, das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also die dritte Wurzel aus 8 ist 2, weil eben 2 hoch 3 8 ist. 2 mal 2 mal 3 ist 8. Die dritte Wurzel aus 27 ist 3, weil 3 hoch 3 27 ist. Die dritte Wurzel aus 64 ist 4. Die dritte Wurzel aus 125 ist 5. Kommen wir zu den vierten Wurzeln. Die vierte Wurzel aus 16 ist wieder die 2, weil eben 2 mal 2 mal 2 mal 2, also 2 hoch 4, 16 ergibt. Die vierte Wurzel aus 81 ist 3, die vierte Wurzel aus 256 ist 4 und die vierte Wurzel aus 625 ist 5. Das wisst ihr, 5 mal 5 mal 5 mal 5 ist 25 mal 25 und das gibt 625. Ich bitte euch, diese 6 Übungen zu machen, das Video anzuhalten und zu sehen, ob ihr die Sache schon auswendig im Kopf drauf habt. Das sind die ganzen Zahlen hier, die ihr jetzt hier oben auswendig gelernt habt. Dann haltet das Video bitte an. Macht diese Aufgabe ins Übungsheft. Oben schreibt ihr bitte den Kasten ins Regelheft und das Einführungsbeispiel und auch die Potenzen hier, falls ihr sie nicht sowieso schon auswendig im Kopf habt. Also haltet bitte jetzt an und ich werde euch dann die Lösung zeigen. Die Lösungen sind bei Aufgabe 1 2 Drittel, weil 2 Drittel, Klammer hoch 3, 8, 27 ist. Aufgabe 2 ist 3 Viertel, weil 3 Viertel hoch 4 gleich 81, 256 ist und so weiter. Aufgabe 3, 3 Fünftel, 4, 2 Drittel, 5 ist die Lösung 10, weil 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 100.000 ist. Ja, das ist so eine fünfte Wurzel, die ist ziemlich einfach. Und auch die fünfte Wurzel aus 32, die kann man auch mal auswendig lernen, ist nämlich 2. Das heißt, die Lösung ist 2 Zehntel, wenn ich kürze, ist ein Fünftel. Potenzen mit rationalen Zahlen. Das, was wir jetzt in der ersten Runde durchgenommen haben, wird benötigt. Also ich erinnere mal an die Quadratwurzel. Wurzel aus 5 mal Wurzel aus 5 ist 5. Und 5 kann ich auch schreiben als 5 hoch 1. Ihr seht gleich, warum ich das hier brauche. Die Frage ist, wie kann man Wurzel aus 5 in Potenzschreibweise ausdrücken? Das wäre natürlich sehr geschickt, wenn ich auch die Wurzelzahlen in Potenzschreibweise ausdrücken könnte. Also die Wurzel aus 5, ich habe es hier mal so ein bisschen so markiert,
ist 5 hoch irgendeine Zahl. Also 1 kann nicht sein, 2 kann es ja auch nicht sein, ja? Weil 5 hoch 2 sind 25. Irgendwie wollen wir da hinkommen, dass ich Wurzel aus 5 schreiben kann als 5 hoch. Die Antwort ist, ich kann sie mit Bruchzahlen ausdrücken. Ich will das euch begründen. 5 hoch irgendwas mal 5 hoch irgendwas gibt 5 hoch 1. Ja? Die 5 ist hier eben die 5 hoch 1, die brauche ich. Wenn ich jetzt mein erstes Gesetz anwende, ja, ich habe hier die gleiche Basis, wird multipliziert, dann muss ich die Exponenten, also die Hochzahlen, addieren. Also das Kästchen plus das Kästchen muss 1 ergeben. Naja, aber das ist ganz klar, wie das funktioniert. Das Kästchen muss ein Halb sein, weil nämlich ein Halb plus ein Halb 1 ergibt. Ein Halb plus ein Halb gleich 1. Das heißt, dass damit meine Potenzrechnungen und meine Regeln funktionieren, schreibe ich jetzt die Wurzelzahlen tatsächlich jetzt hier auch in der Potenzschreibweise immer mit Bruchzahlen. Also ich habe eine Quadratwurzel. Die Quadratwurzel aus 5 ist also 5 hoch ein Halb. Ganz allgemein, die Wurzel aus irgendeiner Zahl a ist a hoch ein Halb. A muss natürlich größer als 0 sein oder größer gleich 0 in dem Fall. Naja, gut, jetzt haben wir ja die n-ten Wurzeln, die dritte, vierte und so weiter Wurzel nochmal wiederholt. Die dritte Wurzel aus 7 ist jetzt so beschrieben, dass wenn ich diese Zahl hier nehme, sie dreimal nacheinander schreibe, kommt hier 7 raus. Also die dritte Wurzel aus 7 ist 7 hoch 1 Drittel. Ja? Das sieht man sehr schön hier mit unserer Potenzrechnung. 7 hoch ein Drittel hoch 3, ja, das schreibe ich hier einfach als hoch 3, ist 7 hoch ein Drittel mal 3 und ein Drittel mal 3 ist ja gerade eben 1. Das ist quasi so ein bisschen die Erweiterung von dem, was wir gerade mit einem Halb gemacht haben. Ja? Ein Halb mal 2 ist 1, ein Drittel mal 3 ist 1, ein Viertel mal 4 ist 1. Das heißt, ihr seht dann, dass die Wurzel immer hier in den Nenner rutscht. Ja? Also die dritte Wurzel rutscht hier, diese 3, die rutscht hier in den Nenner. Die vierte Wurzel aus a ist a hoch ein Viertel. Und die n-te Wurzel aus a ist a hoch ein Entel. Das machen wir uns klar an einem Beispiel. 27 hoch ein Drittel wäre also die dritte Wurzel aus 27. Aber die haben wir ja auswendig gelernt, das ist 3. Ein 81stel hoch ein Viertel ist die vierte Wurzel aus einem 81stel. Die Zahl 81 kommt uns auch bekannt vor, ihr habt sie auswendig gelernt, ist nämlich ein Drittel. Weil ein Drittel hoch 4, also Drittel mal Drittel mal Drittel mal Drittel, oh, das ist falsch, ein 81stel ist. Hier bitte den Fehler nicht übernehmen. Das ist hier falsch. Ein 81stel. Das lasse ich so stehen, weil es immer ein Haufen Arbeit jetzt ist, das hier zu ändern. Eine Million hoch ein Sechstel. Da hätten wir eine sechste Wurzel. Das ist aber auch hier falsch. Die sechste Wurzel aus einer Million. Hier habe ich mich nicht mehr gut konzentriert. Also die sechste Wurzel, nicht ein Sechstel. Die sechste Wurzel aus einer Million ist 10, weil 10 hoch 6 gleich 1 Million ist. Ihr übt das Ganze auf Seite 21. Das ist dann die Aufgabe, Aufgabe 1 und die Aufgabe 2 mit Taschenrechner. Versucht rauszukriegen, wie ihr mit dem Taschenrechner das hinbekommt. Ihr nehmt einfach das Hochzeichen und dann die Wurzel. Ich denke mal, dass ihr das hinbekommt. Wir kommen zum letzten Schritt. Was bedeutet 8 hoch 2 Drittel? 8 hoch 2 Drittel heißt 8 hoch ein Drittel mal 2.
Ja, das ist normale Bruchrechnung hier. Drittel mal 2. 2 mal Drittel ist ja gerade 2 Drittel. Das ziehe ich jetzt künstlich auseinander und wende jetzt mein Gesetz an, was wir kennengelernt haben. Ja, wenn hier diese Exponenten multipliziert werden, ist es nichts anderes als die Potenz einer Potenz. Siehe letzte Woche. Also 8 hoch ein Drittel hoch 2. 8 hoch ein Drittel haben wir aber kennengelernt als die dritte Wurzel aus 8. Und die wird insgesamt nochmal quadriert. Ich muss hier keine Klammer schreiben, ich keine Klammer schreiben, aber der Ausdruck ist ein fester Ausdruck. Das heißt, dieses hoch 2 bezieht sich auf jeden Fall auf den kompletten Ausdruck hier. Es gilt die dritte Wurzel aus 8 gleich 2. Das habt ihr auswendig gelernt. Und diese 2, wenn ich die jetzt noch quadriere, hoch 2 ist aber 4. Also 8 hoch 2 Drittel ist gleich 4. Ja? Dritte Wurzel ziehen, quadrieren, fertig. Allgemein, a hoch n Emtel ist a hoch 1 Emtel mal n. Also die mte Wurzel von irgendeiner Zahl a hoch n. Ich könnte es auch anders machen, ja? Ich könnte auch zuerst das n hinschreiben und dann ein Emtel, also gerade diese beiden hier vertauschen. Dann wird die mte Wurzel gezogen aus a hoch n. Also ihr seht, diese beiden Ausdrücke müssen gleich sein. Beispiel. Daran kann man es am besten zeigen. Die siebte Wurzel aus 6 hoch 9 ist nichts anderes als 6 hoch. So, die 9 ist diese Zahl hier, die Hochzahl. Und die 7 ist hier der Nenner, diese Wurzelzahl. Ja, also 6 hoch 9 Siebtel. Ein Drittel hoch 7 Zehntel sieht wahnsinnig kompliziert aus. Müssen wir einfach nicht schreiben, die zehnte Wurzel aus ein Drittel, ja, hoch 7. Oder wenn ich die zweite Regel hier anwende, die zehnte Wurzel aus ein Drittel, da brauche ich keine Klammer, und dieser ganze Ausdruck hoch 7. Und genau das hier wendet ihr bitte an und übt das auf Seite 21 mit den Aufgaben 4 und 5.